Roboter Alexa Global AG. Ich bin bei einer Firma, die heißt lustigerweise Global Dynamics. Das ist eine ukrainische Firma. Ich habe ja vormals angedeutet, dass die ukrainische Verteidigungsindustrie immer professioneller und professioneller und hochqualitativer wird. Und also diese Firma ist eines der besten Beispiele dafür. Das, was wir hier sehen, sind zwei Konzepte, die vorgestellt wurden. Das ist einmal ein modulares Konzept, ausschließlich zum Transportieren oder auch zum Verteidigen. Du kannst hier eine Waffenstation anbauen auch. Oder du kannst halt in dieser Modifikation das Fahrzeug Gewichte, beziehungsweise nicht Gewichte, aber halt taktische Ausrüstung, allmögliche Lebensmittel und ähnliches schleppen lassen, was zu schwer ist für Soldaten. Wir haben hier die kanadische Antenne. Die Antenne ist nicht selbst entwickelt, aber die ist halt eingekauft, egal, der Rest ist selbst entwickelt. Wir haben hier Kameras 360 Grad. Was geil ist an dem Konzept, und es also deutlich unterscheidet vom Mule-Konzept aus Amerika, ist, dass wir hier also die Steuerung, die Lenkung über ein Gelenk in der Mitte haben. Hier ist die Lenkeinheit drin, das verbindet sich. Und Moment, die Lenkeinheit ist hier drin. Hier haben wir den Dieselmotor drin. Ja, wie gesagt, es verbindet sich und es steuert. Und wir haben also auch eine Geländegängigkeit sondergleichen. An diesem Fahrzeug sind jetzt kleinere Reduktoren angebaut. Wozu die da sind, werde ich gleich erst erklären. Die meisten werden es auch so schon wissen. Die Reifen haben leider keine, pumpen sich selbst leider nicht auf. Allerdings sind hier Polymerringe drin. Das heißt, sollte der Wagen beschossen werden oder sollten Schrapnelle den Reifen nicht löchern, dann bläst sich der Reifen ab bis zum Polymerring und fährt auf dem Polymerring weiter. Also selbst dieses Fahrzeug, diese Basisversion kann equipped werden mit allen möglichen Kampfmitteln. So, was wir hier sehen, das ist also eindeutig für den Kampf auch dafür entwickelt worden. Hier haben wir also eine höhere Geländegängigkeit, dadurch, dass die Reduktoren hier also größer sind. Und zwar, also wir sehen deutlich größer, locker 20 cm. Dadurch haben wir also mehr Bodenfreiheit, weil die Mitte der Radachse nicht an dem, an der Karosserie des Fahrzeugs, des UGVs, an den Ground Vehicles andockt, sondern es gibt eine Übersetzung, die also über 20 cm das Fahrzeug erhöht. Wir haben hier eine Rückfahrkamera mit Infrarot, wir haben allgemein 360 Grad Kameras zum Manövrieren und da gibt es noch Kameras fürs Gefecht, die zeige ich euch auch gleich. Hier drin haben wir einen Akku, der 60 km elektrische Fahrt ermöglicht. Hier wieder die Lenkung im hinteren Teil drin. Und hier ist nochmal ein Dieselmotor mit gut 20 PS drin. So, Räder, also eindeutig Geländeräder. Die Panzerung hier ist schön dick. Also selbst diese Panzerung ist schön dick. Das Fahrzeug ist zertifiziert nach VPM 6, also hält die 762x39 aus. Drauf ist jetzt eine M60 mit einer 1000 Schuss Blackbox. Und wir sehen also die M60 hier, steht auf Federn. Was also bedeutet, dass sie beim Schießen vor und zurück geht und also dadurch den Rückstoß ausfedert. Was bedeutet, dass wir also stabiler im Ziel sind, haben weniger Belastung auf die Baugruppen. Hier habe ich natürlich wieder allmögliche Kamerasysteme, das sind also bereits die Kampfkameras. Das sind hier Manövrierkameras und das sind hier die Kameras zum Zielen. Da haben wir Infrarot, da haben wir Wärmebild, da haben wir eine Standardkamera, da haben wir also alles Mögliche drin. Und also wie gesagt, ich muss sagen, diese beiden Konzepte hier, completely made in Ukraine, mit Ausnahme weniger Komponenten, die im Ausland eingekauft wurden, in verbündeten Ländern, das sind wirklich zwei Komponenten, die, wo ich sagen muss, beziehungsweise das sind wirklich zwei Fahrzeuge, zwei Exemplare, wo ich sagen muss, also wirklich die ukrainische Verteidigungswirtschaft ist sehr weit gekommen. Wir haben hier auch von der Firma entwickelt, eine zusammenlegbare, zusammenklappbare Drohne mit allen möglichen Funktionen. Die könnte ich euch jetzt auch vorstellen, muss ich nicht, will ich nicht, Drohnen haben wir zu Genüge, wir wissen, was das ist, wir kennen das alle. Wenn wir hier schauen, da haben wir sehen noch die Feldtests, das Fahrzeug fährt, manövriert, schießt, alles ferngesteuert. Ich zeige euch gleich die Steuereinheit, das ist eine Bombe für sich. Die Steuereinheit, Global Dynamics, die ganze Box hier ist schon mal IP68, das bedeutet, damit kann ich schwimmen gehen. So. Im offenen Zustand ist es IP65, was bedeutet, dass ich damit also im Regen steuern kann und all mögliches. So, wenn ich hier auf die Displays tippe, wachen die auf. So, wir haben jetzt die Steuereinheit mit nichts connected, allerdings erkläre ich euch nichtsdestotrotz, wie sie funktioniert. Wir haben hier zwei Einstellungen, UGV, Unmanned Ground Vehicle und UAV, Unmanned Air Vehicle. Können wir umschalten, wir haben hier eine Kill Switch, heißt, wenn die aus irgendeinem Grund die Steuerung anfängt, verrückt zu spielen, kill ich sie und fertig. Wir haben verschiedene Antennenausgänge für zum Beispiel solche verlängerten kanadischen Antennen wie jetzt auf der Transportbodendrohne.
Wir haben hier natürlich ein Waffensystem, bei dem ich also die verschiedenen Schusszahlen, die ich haben möchte, die ich abgeben möchte, einstellen kann. Also 15 Schuss pro Druck auf den Knopf, 5 Schuss oder 1 Schuss. Das ist unsere Sicherung. So ist die Waffe entsichert. Ziele natürlich hiermit. Mit der rechten Hand feuere ich. Hier haben wir Level. Heißt, wenn das Fahrzeug sich irgendwie im Gelände befindet und hat eine ungerade Position, dann drücke ich auf Level und die Kanone wird automatisch gerade ausgestellt. So, wir haben natürlich auch Rauchgranaten, bis zu 4 Stück, die also drauf montiert werden können und bedient werden können. Wir haben natürlich auch RPGs, auch hier RPGs. Für die UAV, wenn ich zurück zu UAV knipse, dann habe ich hier, beziehungsweise schalte, dann habe ich hier Gyro drin. Wenn ich das drücke, wird sich die UAV automatisch stabilisieren und in der Luft hängen bleiben, da wo ich sie vergessen habe. Also klemme ich hier auf UAV, drücke Gyro, gehe zurück auf UGV, während mir also auf dem Display die UAV zeigt, wo ich gerade was mache, ballere ich schon auf dem Display hier die Ziele an. Beziehungsweise, um es im richtigen, um es im korrekten Jargon zu sagen, wirklich auf die Ziele. So, hier für die Manöverkameras, beziehungsweise für die Kampfkameras, hier habe ich also verschiedene Winkel, hier habe ich also Wärmebild, hier habe ich die Standardkamera, hier habe ich also verschiedene Nachtsichteinstellungen. Das sind die Navigationskameras, das Fahrzeug fährt also mit diesen Joysticks hier und zielt mit diesen Joysticks hier. So, mit dem Joystick hier kann ich mir auswählen, welchen Blickwinkel ich haben möchte, wo die Kamera drauf zoomen soll. Je nachdem, welche Kamera ich ausgewählt habe, diese Kamera wird hier auch reagieren. Motor an, Starter, Stealth, dann geht der Elektromotor an, der Dieselmotor geht aus. Dadurch senkt sich nochmal die Schall- und Wärmesignatur. Alles in einem ein super gut durchdachtes Konzept. Das würde ich jederzeit definitiv mit in den Kampf nehmen. Wenn sich also bei Tests diese Fahrzeuge genauso gut zeigen, wie sie jetzt hier ausgestellt sind, dann denke ich mal, ist das definitiv auch etwas für den Exportmarkt.